5 Arme bei jeder Frau haben. Die untreue kleine Seele. Klein, süß, zierlich, blond. Er will wahrscheinlich eine andere pimpern. Digga, WTF? So, das macht doch keinen Sinn. So macht gar keinen Sinn. Ich habe vorhin gesehen, Princess Charming startet in 2-3 Tagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wir da zusammen reinschauen sollten. Servus Leute und mit herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 von Ex on the Beach irgendwo in Mexiko. Die Möchtegern-Promis dieser Staffel, ja, sie geben weiterhin Gas. Sie geben weiterhin Gas in diesen Dreiecksbeziehungen, die im Endeffekt nicht funktionieren. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß bei dieser Rauswurf-Drama-Streitfolge und los geht's. Hey! Ich bin Paddy. Hier bei Ex on the Beach nehme ich mir vor, eine Frau auch kennenzulernen, mich zu öffnen. Ach ja, Paddy kam letzte Folge noch rein und letzte Folge kam auch eine neue blonde Dame, die den Joshua so sehr interessiert wie die Alessia einen Tag davor. Alessia ist unnormal attraktiv. Bin nicht jemand, der zu Option A rennt, sondern zu Option B rennt. Aline, gefällt's mir. Ich hab mal mit der geschrieben. Ja, der kleine Joshua, die untreue kleine Seele, die nicht weiß, zu welcher Kindergartentante sie rennen soll. Alle schauen so geil aus, aber er kann halt nur eine. Und würde auch gerne mit dir reden, kennenlernen und gucken einfach. Und ich sage, dass ich dich besser finde. Naja, bald will er sich eine ganz andere Frau haben, genauso auch Fabian, denn er hat Stress mit seiner Ex. Du sagst schon mal, alles ein Fame-Lal. Du bist der Größte, du Fame-Lal ist. Scheiße, sie ist sauer. Ja, so richtig sauer. Und die anderen, die schauen gespannt zu, als wären sie vor einem Horrorfilm. Ja, weiß ich auch nicht. Ja gut, Fabian weiß halt auch nur, dass er jeden Tag eine andere Frau daten will. War irgendwie cringe, sagt man doch. Cringe ist auch dieses, nee, ich hasse diese Person. Und im nächsten Moment sprechen sie wieder miteinander. Für mich ist das Thema durch. Ich will mit ihr Freundschaft machen, ja. Aber niemals in meinem Leben würde ich mit Janine wieder was haben. Okay, nie wieder im Leben komplett durch. Oder wie durch? Boah, das Ding ist so durch, Alter. Das Ding ist für mich komplett durch. Komplett durch? So komplett, komplett? Komplett, komplett. Komplett, komplett. Komplett durch. Noch viel unten durcher als die Beziehung damals. So durch wie noch nie durch. Janine, lass uns mal auf das Sofa gehen. Ich mag dich wirklich. Aber dann ist es okay. Ich sehe das ein. Hat nicht gepasst und gut ist. Jeder macht sein Ding. Ja, nee. Verarschen kannst du den anderen. Vor 5 Minuten haben sie sich noch angeschrien und beleidigt. Aber nee, jetzt plötzlich sind sie wieder Best Friends. Alles Friede, Freude, Eierschaukel. Hm? Ach, Mann, ey, komm her. Ein letzter Hoffnungsschimmer, die Möglichkeit besteht, dass Janina jetzt gleich rausfliegt. Statement. Rock'n'Roll. Junge, ich schwöre, ich hab Herzinfarkt bekommen. Ja, schwör, Berliner Assi-Slang. Entweder fliegt Janina oder die zwei Mädels, die da letztens reingekommen sind. Zwei eurer Mitbewohnerinnen. Die Männer alleine entscheiden jetzt, welches Duo die Villa sofort verlassen muss. Chris Blick, ich finde, der sagt uns alles. Den Jungs ist es anscheinend sowieso egal, welche der zwei Frauen gehen, aber es ist ja offensichtlich, dass die zwei nicht spannenden Mädels da einfach weggeworfen werden. Werde ich euch zwei? Alina und Nadja, ihr müsst mich leider die Villa verlassen. Alina und Nadja, Nadja und Alina müssen die Villa dann verlassen. So. Alles gut, alles gut. Ja gut, wirklich auffallen wird das jetzt auch nichts, denn die beiden sind einfach nur am Anfang ausgerastet. Seitdem sitzen sie in der Villa und ja, nichts passiert. Ciao, ciao. Ich bin kein Sprungbrett. Entweder bin ich das Brett, du bleibst beim Brett und du schaust, ob was wird. Aber ich mag es nicht, wenn Männer so 5 Arme bei jeder Frau haben. Aber Joshua, er hat doch nicht 5 Arme bei jeder Frau. Er hat 5 Arme in jeder Frau. Und naja, er hat ihr auch gesagt, er will wahrscheinlich eine andere pimpern. Hier interessiert mich auch gerade keiner. Aber kann ja sein, dass noch jemand kommt, ich weiß es nicht. Naja, zu Joshua kommen wir bald noch zurück. Aber der neue Paddy, er möchte jetzt Janina daten. So, was finde ich billig? Wenn die ihren Wert nicht kennen, so, du musst wissen, guck mal, du zum Beispiel, du siehst unfassbar gut aus. Danke. Ja? Und du weißt, was du hast. So. So, ja, du weißt, was du hast. So ein Billo-Ikea-Regal, da steht auch auf der Anleitung drauf, was da drin ist. Das Regal weiß also auch, was es hast. Ja, es ist so. Der liebe Paddy. Bei Ex on the Beach ist aber egal, wie billig der Anmachspruch ist, er zieht. Ich glaube, ich komme schon gut bei den Mädels an. Also so, doch, ich weiß es. Und der kleine, in Farbeimer gefallene Bubi Joshua weiß auch, was ist. Setz dich. Nett, dass du mir einen Sitzplatz anbietest. Wow. Ich bin Gentleman, weißt du doch. Na, hallo, ich muss auf Angriff gehen. Angriff oder auch Pick Me Boy, denn seine Gurke, die springt sofort an, sobald er eine neue, geile, blonde, kleine Dame erblickt. Ich muss jetzt mein T-Shirt ausziehen, um dich ein bisschen zu beeindrucken, denn mir ist ultra warm.
Ja, ist ein bisschen peinlich auch, ne? Ein bisschen cringe. Egal. Ja, ist ja auch egal. Cringe, peinlich, unangenehm. Den Frauen gefällt sowas. Die springen auf sowas wirklich direkt an. Ist ja absolut mein Type. Total groß, breit, tätowiert. Was heißt breit? Breit, zwinker, zwinker. Naja, Joshua, er weiß ja, wie er mit den Frauen spielen muss. Ich hab zu Alessa gesagt, ich finde dich gut, ich will dich kennenlernen. Und mach doch jetzt nichts mit ihr. Ich sag dir ehrlich, ich bin kein Mensch, der irgendwie mehrgleisig fährt. Ja, nee, das glauben wir Joshua mal. Er hat mit Alessa abgeschlossen. Ist ja nicht so, dass wenn er eine neue Blondine sieht, dass er gleich wieder wuschig wird. Ich kann jetzt keine Rücksicht nehmen auf niemanden, auch nicht auf Alessa. Es tut mir leid. Ich muss diese Frau kennenlernen. Hast du gesehen, dass ich irgendwas gemacht habe mit dir? Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Hab ich auch nicht gemacht. Ist er größtenteils ehrlich zu den Frauen und sagt, was Sache ist? Ja, aber trotzdem, wie gesagt, will er halt jeden Tag gefühlt eine andere haben. Beziehungsweise, wenn eine reinkommt, die supergeil aussieht, dann kann er nicht mehr klar denken. Fabi, ein Missionchen. Ich will halt wissen, willst du mit Open? Bei mir? Bin ich eingeladen in die Obenecke? Dann bist du herzlich eingeladen in die obere Etage. Der einzige Funken Hoffnung für Joshua ist, dass sie ihn schon vergessen hat und sie sich mittlerweile an ihren Ex klammert, den sie ja eigentlich nicht will, aber jetzt für die Show dann doch will. Ich habe ein Upgrade bekommen von unten nach oben. Ja, und ich bin mir sicher, der Sturz wird noch viel, viel schlimmer sein. Sei ein Mann, nimm deine Eier in die Hand und sag sowas. Ich sag einfach nur zu dir. Easy, dann schlafe ich oben freundschaftlich. Soll das Flirten sein? Theoretisch ja, aber wenn wir uns auch mal die Historie von Fabi anschauen, die Frauen wollen ihn irgendwie nicht. Alles bleibt in der Friendzone. Ich würde auch gerne das mit Joshua noch ausbauen. Ah, das wäre... Ah, stehst du bei mir, ja? Ich nehme die Einladung an. Oh. Naja, Fabian im Bett und Joshua in der Warmhaltekabine. Dann schauen wir in den nächsten Folgen noch, wie ehrlich Alessa wirklich ist. Und ich weiß eben auch nicht, ob aufgewärmtes Essen gut schmeckt. Und genau deswegen holt sich der kleine Joshua jetzt frische Mami-Milch. Was Frisches. Ich finde dich gut, ich will dich kennenlernen. Und Stand jetzt, weil ich dich kennenlernen will, werde ich natürlich nicht mit ihr irgendwas starten heute. Das ist ja vollkommen klar. Und weil er die Blondinchen, die er so datet, anscheinend immer für dumm verkaufen möchte, muss er ihnen auch 100-mal erklären, wieso er der tolle, super gute Freund sein wird. Ich finde dich gut. Wenn ich dir jetzt sage, ich möchte dich kennenlernen, klein, süß, zierlich, blond, game over bei mir. Da setzen bei mir die Synapsen aus, wisst ihr? Ja, wissen wir. Haben wir in den letzten Formaten schon so mitbekommen. Wenn das passiert, dann greift nur noch der Urinstinkt, wenn sie klein, süß und blond ist. Das Bett wird schon mal aufgewärmt. Könnte also eine heiße Nacht werden. Könnte, aber nee, leider macht er nicht so rum wie mit Alessa, sondern liegt einfach nur schlafend im Bettchen, ganz alleine. Digga, ja, so langsam habe ich auch schon so richtig weirde Träume, Alter. Ja? Ja. Ich schlafe ja seit 3 Tagen neben Nathalie und ich habe immer Albträume. Mit Fabi war es eben... Oh, Entschuldigung. 2024 bei Ex on the Beach, da läuft auch gar nichts glatt. Keine Liebe, kein Bums. Ja, denn die Stimmung, die ist einfach im Arsch, wortwörtlich. Wenn du nicht mal oben ein bisschen knutschi, die ist da, die hat die Handbremse festgefahren. Aber viel wichtiger als Michael ist natürlich gerade Joshua. Er muss sich jetzt langsam entscheiden. Oder sollen die Frauen sich für ihn entscheiden und dann doch eine Dreierbeziehung gründen? Ich werde heute auf jeden Fall auf den Joshua zugehen. Ich hoffe, er auch auf mich. Und dass wir noch ein paar gute Gespräche führen können. Ach ja, gute Gespräche. Joshua und die Neue. Naja, vielleicht Joshua und die halbe Ex. Wer ist zugeschlafen? Oh, voll schlecht. Ich war nicht da. Ja, lag vielleicht daran. Meine erste Wahl ist Alessa, aber ich weiß ja nicht, wie das mit Fabi und ihr jetzt... Hä? Hä? Denke ich mir auch. Ich meine, vorgestern war er mit Alessa oben im Boom Boom Room. Da haben sie ganz, ganz doll rumgemacht. Gestern hat er dann diese neue random Blondine geil gefunden, hat sie gegen Alessa ausgetauscht. Und jetzt ist auf einmal wieder Alessa auf Platz 1. Und natürlich hätte ich mir auch nicht gewünscht, dass du vor meinen Augen hier rumschäkerst mit ihm. Dem, der hier gefühlt an jeder Tür, bei jeder Frau klopft. So. Sagt Joshua? Ernsthaft? Naja, anscheinend sind wirklich die famegeilsten Fuckboys die Typen, die dann die besten Tipps verkaufen wollen. Aber dann darfst du auch nicht eifersüchtig, weil du nicht jemanden kennenlernst. Weiß ich, absolut. Gleiche Berechtigung für alle hier. Ich weiß. Freundschaftliche Einladung willst du auch. Freundschaftliches Kuschen, come on. Habt ihr nicht? Nein. Ja, das kleine Eifersuchtsbaby wird also eifersüchtig, wenn sie genau das macht, was sie mit ihm besprochen hat. Ja, richtig arm, dieser kleine Joshua. Also mit deinem Ex einfach ein bisschen so entspannt auf Kuscheln. So. Kuscheln mit dem Ex ist also... Ja, aber Joshua, du brauchst auch nicht übertreiben. Digga, WTF. Ja, voll WTF. SSKMHL. Ah.
So, das macht doch keinen Sinn. So macht gar keinen Sinn. Kleine, unreife Jungs im Pornoformat machen auch keinen Sinn. Boah, ich krieg, glaube ich, gerade ein bisschen Durchfall. Ich weiß nicht, ich habe übel Magenkrämpfe. Flitzekacke, apropos Flitzekacke. Heute gibt's etwas am Strand und das wird vergleichbar sein mit Problemen, die man auf der Toilette hat. Hier treffen möchte gern Influencer auf die Stars von morgen. Influencer. Wer sind die Stars von morgen? Alessa. Alessa ist auf jeden Fall ein Star von morgen, denn wir wissen ja, sie rennt den blauen Haken hinterher. Also einen Fitcheck mache ich jeden Tag auf Instagram, weißt du, was ich meine? Instagram. Instagram, quack, quack. Und ja, es geht um Instagram-famegeile Frauen. Muss es irgendjemand sein, der wo famegeil ist? Oder schon fame ist. Oder schon fame ist. Und jemand hier drin ist, der es auch sein möchte. Es ist fix jemand, der... Der wo famegeil ist. Der wo famegeil ist. Eieieiei. Also gehen mehrere an den Strand. Ja, und alle sind sich einig, wer ist die famegeilste Blondine im Land? Edda. Edda, komm. Kennst du deine Ex, komm? Ja, aber Edda hat, die hat über 100 Likes. Ja, also passt doch von Edda. Edda, das Blondinchen von Are You The One, das nebenbei jetzt noch ganz anders aussieht und damals den süßen Typen Wyan gedatet hat. Ja, ich sag mal, so ein klassischer Fuckboy-Move, gell? Echt? Ja, und das ja, heißt? Ja, halt ihr super Gefühl gegeben, gesagt, sie ist die Einzige. Das ist also noch andere. Ja. Ja, Edda, passt doch gut zusammen. Sie will noch mehr Follower, noch mehr Abonnenten auf einer anderen Seite und dafür macht sie alles. Mit diesem sportlichen Körper bringe ich die Männer um den Verstand. Und die Handballer haben angerufen, sie wollen ihre Bälle zurück. Mein Typ Mann ist definitiv so medium ugly. What? Ja gut, die Frage ist, ob sie ihn überhaupt sieht, wenn sie durch diese Vorhänge durchblicken muss. Also vom Arsch her ist Edda. Ich kenne Edda ihren Körper auswendig. Ich habe den studiert. Und ich sehe von vorne nur Lippen, Wimpern und Handbälle. Jetzt habe ich irgendwie ein Clownsgesicht oder so. Ja, schon ein bisschen. Ja, die muss ich sowieso nicht Hallo sagen. Kannst dich ruhig wieder hinsetzen. Setz dich hin. Sie bleibt entspannt, aber es ist absolut unnötig. Checkst du immer noch nicht, was du gemacht hast? Doch, schon, aber es gab nie... Du hattest schon ein bisschen Zeit, jetzt nachzudenken, ne? Ja. Also, ich dachte irgendwie, wir lernen uns kennen. Das Ganze ist also vor Monaten passiert. Er hatte genug Zeit nachzudenken. Er versteht auch, was er falsch gemacht hat. Aber das ist eine gute Idee. Gehen wir zu Fame on the Beach und holen uns dort ein bisschen Sendezeit. Du schreibst einer Freundin das Gleiche wie mir? Boah. Ich habe Edda nicht betrogen, weil ich war nicht mit ihr zusammen. Aber ich habe sie auf jeden Fall verarscht. Ja. Und nach zwei Szenen war es das tatsächlich mit den Vorwürfen. Es gibt halt einfach nicht mehr, was sie besprechen sollen, wenn schon alles geklärt wurde. Zusammen seid ihr Pedda. Das steht da nicht. Pedda, das klingt wie Herpes. Also. Ja, Herpes. Einmal Pedda, einmal Redda. Oh, stimmt, das wäre doch so geil, wenn Ryan als Ex von Edda reinkommt. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Geil, schön. Also ich bin mir nicht sicher, aber ist das wirklich sie oder ist es vielleicht ein Silikondubel? Natalie, du fliegst jetzt nach Hause. Echt jetzt? Naja, random Nachricht zwischendurch. Ciao, ciao, Natalie. Und weiter geht's mit den wichtigen Personen. Das Doppel-D bei Paddy steht für Doppeldick. Gut sieht aus. Paddy? Ich hab Bindungsstörung. Ja, das ist sowieso. Darüber müssen wir eh nicht mehr. Ja gut, wenn's nur das Problem wäre, dann wäre die Welt besser. Und in der Villa, dort heulen jetzt erstmal alle rum wegen der Dame, die da fliegen muss. Da muss ich vorlesen, dass sie jetzt die Villa verlässt. Das war jetzt einer zu viel, ich schwöre. Wir waren schon sehr entsetzt. Entsetzt. Also ich finde, die schauen alle gelangweilt drein. So, ja, dann ist die Dame halt weg, interessiert halt keinen. Sie hat eh nichts wirklich gemacht. Gesundheit. Und zum Grande Finale Eddas Gruß aus ihren schönen Lippen. Du bist der Inbegriff einer Red Flag. Alles, was du tust, ist toxisch. Glaube ich ja sofort. Aber ich habe eine Frage zu den Flügeln. Reißen die nicht ab, wenn man sich so ein normales T-Shirt über den Kopf zieht? Na, apropos. Blauer Haken. Du machst alles für dein Fame. Oh yeah, alles für Instagram und für die Kohle. Kindergarten, weil du einfach ein kleiner Junge bist. Ja, wenigstens habe ich einen kleinen Beruf. Eins kann sie sehr gut. Und zwar diese Grimassen und diese Flügel bewegen so ästhetisch wie eh und je. Bindungsgestört bist du auch. Immer. Sag mal, geht's dir gut? Ja, kein Kommentar, ich bin nur glücklich, dass die Fassade wasserdicht ist, aber eine Grimasse, die zieht sie trotzdem. Du bist wirklich der größte Idiot, den ich hier getroffen habe. Ich mach das, was ich will,
Wir sind in keiner Beziehung, wir werden niemals in einer Beziehung sein. Over, over and out. Und dann gibt's da noch Joshua, der ist nicht over and out. Er will ja jetzt doch die Frau, die er vor 2 Tagen wollte, aber jetzt nicht mehr will, weil er die neue will, aber jetzt doch wieder die alte will, weil sie ja doch ein bisschen geiler ist und die eine andere ihn nicht will. Komplizierte Sache. Was mein Typ angeht, für mich die attraktivste Frau hier drin ist. Deshalb bin ich das weniger attraktiv bist. Nein, nein. Oh Gott. Eine andere ist viel geiler als du, aber du bist ja nicht weniger attraktiv. Hä? Aber das darfst du mir doch übel nehmen. Nee, auf jeden Fall ein sympathischer Player, dieser Joshua. Ja, das Problem ist halt, er sagt jeder, er will sie kennenlernen. Ja, ist so. Oh ja, yeah. Und er ist auch ekelhaft mit seinen Kommentaren. Wenn wir jetzt nur vom Gesicht ausgehen, bist du die hübscheste Frau hier. Kompliment mit Sternchentext. Gesicht am hübschesten. Der Rest ist zwar eine zweite Wahl, aber komm, lass uns mal pimpern. Ja, was für ein Anmachspruch. Also es geht für mich auch nicht ums Aussehen. Es geht für mich einfach auch um Gespräche, um den Charakter, um alles. Ja, nee, ist klar. Bevor ich hier die Kamera vollkotz, wenn ich den Typen noch weiterhin anschaue, ein Schlusswort von der Ex-Sharon. Also ich habe das gar nicht gecheckt. Das war irgendwie Fabi gegen Joshua und Alessa noch mit drin. Aber was genau da jetzt los war, habe ich auch keine Ahnung. Zusammengefasst ist der Typ eine streitgeile, notgeile Red Flag. Und nächstes Mal. Wir haben so ein bisschen gemerkt, dass Alessa ein falsches Spiel spielen könnte. Wer anderen eine Grube gräbt. Naja, das sehen wir dann wohl in Folge Nummer 10 von Ex on the Beach. Wenn ihr das Format und auch vielleicht Princess Charming und dann noch die ganzen anderen Formate, die auf uns warten, nicht verpassen wollt, könnt ihr sie gerne in meinen Kanal hier oben in der Ecke abonnieren. Da oben verlinke ich euch einmal die letzte Staffel von Princess Charming. Hier unten prominent getrennt, das habe ich ja am Anfang verplappert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und ciao, ciao. Ich bin gespannt, was nächste Folge dann noch so abgeht.